wir zur nächsten App, und zwar MyGuide. Bei MyGuide sehen wir, je nachdem, wo wir uns befinden, Bubbles. Und zwar hier jetzt eine blaue und eine grüne. Wir sind jetzt hier ein bisschen abseits in den Gefilden, also nicht mitten in der Stadt. In der Stadt würde es viel, viel bunter aussehen. Hier haben wir nur zwei, und zwar Erholen und Dienste. Wenn ich mit der Hand nahe komme, zeigt er mir erst an, worum es geht. Sehr schön, bei der Autofahrt stört es dann nicht so. Dann kann man hier zum Beispiel gehen auf Erholen. Da finden wir dann, ja, hier ist nicht viel los. Schauen wir in den anderen Kategorien. Ja, die hat er jetzt wohl nicht wirklich was zum Erholen. Schauen wir bei Diensten. Aha, da gibt es schon wieder ein bisschen mehr. Ist natürlich jetzt alles in Spanisch, denn ich bin in Spanien. Und dann kann man hier durchschalten. Dann können wir mal schauen, hier ist ein Handwerker. Das Symbol ist international, würde ich sagen. Das verstehen wir alle. Dazu gibt es ein Bild. Und da wissen wir schon mal, wo es ist. Und er hat jetzt geöffnet. Wenn er eine Telefonnummer hinterlegt hätte, könnte man ihn auch hier wunderbar anrufen. Wir können aber auch sagen, Navigation starten. Möchtest du die Navigation starten? Ja, möchte ich. Und dann fragt er mich hier, wie denn nun? Routenoption, wie möchtest du denn dahin gelangen? Alternativrouten vorschlagen, dynamisch Route, Autobahn meiden, alles was man einstellen kann bei der Navigation können wir hier vorab auswählen und können dann sagen, starten, fahr mich dahin. Die Route wird berechnet. Das Ziel liegt in der angezeigten Richtung. So, wir wollen jetzt aber nicht dahin, wir wollen wieder zurück zum Mirrorlink, wir wollen wieder in die App, sind wir jetzt auch mit zwei Klicks wieder hingekommen und können hier auch wieder rausgehen. So, mal gucken, vielleicht findet er ja doch was zum Erholen. Nein, leider nicht. Sehr schön finde ich natürlich das kleine Kühlein. Sehr praktisch. Sehr schönes Bild. Kann ich nicht anders sagen. Schönes Image. So, das war's auch schon mit der App. Das Einzige, was wir hier noch einstellen können, ist zu sagen, bitte bevorzuge Ziele, die jetzt geöffnet haben. Geöffnete Sonderziele werden bevorzugt. Und wir haben hier natürlich noch eingeschaltet Navigation zu Fuß. Wenn wir die App trennen vom Auto, das Handy, dann können wir die App auf dem Handy nutzen und können dann auch laufen. Aber wofür? Wir haben ja ein Auto, wir wollen lieber fahren.